Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Satisfactory. Ja, hier läuft alles soweit. Wir müssen natürlich jetzt nur noch halt zusehen, dass wir die Rahmen darüber kriegen. Und jetzt haben wir, also unsere erste Überlegung war ja gewesen, dass wir es von da hinten holen. Der Überlegung bin ich immer noch am Überlegen. Ich will mal kurz gucken, wo wir hier vorne herkommen würden. Weil das wäre ja da hinten ungefähr irgendwo. Also sprich, circa da ungefähr würden wir jetzt auch runterkommen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Eigentlich könnte man das so machen. Jetzt weiß ich, da oben von oben kommt das. Ne, das wäre noch weiter. Wieder umbauen. Dann nehmen wir es doch, wie wir es erst vermutet gesagt hatten. Wir nehmen es von da hinten weg. Immer quer dadurch. Ist es besser, definitiv. Auf jeden Fall. Es bringt jetzt nichts, wenn ich da jetzt großartig anfange, das alles wegzureißen und sowas hier. Wenn ich ja eh oben umbauen möchte. Und dann vorne haben wir dann sofort von dem für dieses Ding sofort nutzen. Ne? Deswegen ist es vielleicht besser, wenn wir es dann hier raus machen. Mir fällt gerade ein. Ich weiß gar nicht, die Platten. Das geht ja gar nicht, wie ich das vorhabe. Wisst ihr warum? Weil ich ja den Boden hier verschwinden lasse. Weil ja hier immer. Obwohl, der bleibt da, der kann ja bleiben, der Boden. Da, an der Stelle. Weil ich ja dann. Doch. Warte mal eben, jetzt muss ich kurz überlegen. Das weiß ich gar nicht genau. Hier muss ich auf jeden Fall, kommt jeder Boden weg. Wie soll ich die dann wegkriegen, die Sachen hier? Das ist doof von da oben rumher. Das bringt dann auch nicht viel. Könnte es höchstens auf eine Höhe von der Hälfte drücken und dann hier quer durch mit Trägern. Oder hier mittig, aber mittig geht auch nicht. Ich kann es nur. Boah, wie mache ich das dann am besten? Doch, ich weiß, wie wir es machen. Mit doch in den Dingern hier, mit diesen Dingern. Mit den Masten. Da kann man runterhergehen, runterherziehen mit den Sachen hier. Dann heißt das, ich müsste das wieder alles wegreißen hier. Dann ist das über. Also das tue ich mal wegreißen. Ist aber nicht schlimm. Und den reiße ich auch mal weg. So. Das ist aber nicht schlimm. Weil wir das am besten hier dran setzen werden. Hier so. Wie wäre der Aufgang darüber? Wäre das zu steil, ne? Ja, das wäre zu steil. Dann setzen wir den mal lieber nach dahin. Wie ist denn jetzt der Aufstieg? Da dran. Das geht nicht. Ungültige Form hat das Ding. Ja, weil das Ding ein Weg ist. Genau. Macht aber nichts. Wir könnten nämlich jetzt hier mit Masten arbeiten, mit Dings arbeiten. Den setzen wir hier so hin. Ja, genau. Und dann hätten wir das Problem behoben. Das kommt ja ordentlich raus und geht dann hier gerade hoch. So können wir arbeiten. Ja, so können wir es machen. Auf jeden Fall. Und dann gehen wir alle 5 Schritte weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben nur ein Problem gleich. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre, warte mal. Ja, da hinten. 1, 2, 3, 4, 5. So, bis hier können wir schon mal hin. Ja. Jetzt wird die Frage. Die Frage der Fragen. Wo ist irgendwie hier? Aber wir können hier dann vorbeiziehen. Okay, das würde gehen. Aber ich hätte es gerne lieber anders. Ich hätte es lieber gerne anders. Ja, ich weiß auch schon. Dann machen wir es mal weg. Ziehen ihn mittig. Nein, warte, stopp, geht ja auch nicht. Nein. Das ist alles. Kokolores ist das doch alles. Das ist alles Mist hier. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das?
darüber können wir später Sorgen machen. Ich mache mir das wieder am Lauf kriegen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist halt etwas wichtiger. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja hier vorne. So. Und dann mal gucken, wie ich das jetzt mache. Ich glaube, ich mache das so, dass ich den hier mit einer Wand. Mit einer Wand. Vielleicht auch mit der Wand aufnehme. Ich glaube, mit der Wand nehme ich das auf. Ja. So. Schieb das hoch. Auf, keine Ahnung, auf welche Etage ich das hochschiebe. Das mache ich nur als Dings ran. Wir müssen da halt auf diese Etage vielleicht hochziehen. So. Geht auch nicht. 1, 2, 3, doch, das geht. Das würde gehen. Ja, das würde gehen. Zack, dann würde ich da so aufziehen. Aber das wird niemals reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder. Schaffen wir nicht. Definitiv nicht. Wir müssen also noch mittig ansetzen. Also quasi da vielleicht. So, dann setzen wir nochmal hier eine Wand zwischen. Eins, jetzt muss ich kurz kaum. Ja. Den da drunter. Und das wäre dann der hier, richtig? Ist das richtig gemacht? Ich glaube ja. Das müsste richtig sein. Da kann dann wieder eine Fläche, ein Fundament reingesetzt werden. Zack. So. Da setzen wir dann einfach ein Dings vor. Ein Federlift. Und dann kommt so. Der aber in die Höhe kommt, wie wir das so haben wollen. Das ist nur zum Messen. Das wäre die richtige Höhe. So, von da aus gehen wir dann da nicht rein, sondern in den rein. Da rein. Von da aus gehen wir in hinten erstmal rein. Gut. Kriegen wir es hier runter? Ja, das können wir machen, das ist nicht schlimm. Weil wir machen den anderen, machen wir dann. Aha, ja, es ist wie, ich weiß schon, wie ich es mache. Das weiß ich schon, wie das geht. So, die sind verbunden. Der läuft weiter? Ja, es läuft weiter, gut. Okay, weil den anderen, den wir da haben, setzen wir drunter her und ziehen dann hier entlang. Und das andere machen wir dann auf der entgegengesetzten Seite. Nämlich auf dieser Seite hier hin. Dass man hier mal schön mittig durchlaufen kann. Gut, und das machen wir dann oben auch. Und schon sind wir jetzt hier hinten drin, wo ich hin wollte. Hier ist natürlich jetzt nur die Frage, ziehe ich damit weiter? Und würde dann hier quasi runterkommen? Ja, wir gehen aber nicht da hier runter, sondern auf der anderen Seite runter. Perfekt quasi. Mehr als perfekt. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo wir hin müssen. So, das ist dann hier. 1, 2, wo gehen wir von oben her? 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre dieses hier. Könnten wir hier das rausnehmen? Den hier. Raus. So. Da machen wir dann eine Wand rein. Wand. Einmal da, einer drunter, noch einer drunter. Da kommt dann der Doppelte. Aber wir machen auf jeden Fall einen Doppelten dahin. Sicher ist sicher. Der kann weg. Und wir setzen da direkt wieder ein Fundament rein. So. Dann wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre dann der da. Das machen wir dann aber außen hin. Wände. Zack. 1, 2, da kommt dann der Doppelte hin. So. Der kann weg. Und ein Fundament wieder rein. Bäm. Zu. Oh Gott, oh Gott. Ist das richtige? War es jetzt die richtige? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist das der. Also dieses hier. Auch da. Ne, das setzt man anders hin. Das ist jetzt nämlich diese Platte hier, ne? Genau. Das können wir dann hier dran setzen wieder. Wände. Dahin. Drunter. Noch einer drunter. Und dann kommt der dahin. Den machen wir wieder weg. Und setzen ein Fundament dorthin. So. Jetzt holen wir uns das Ding hier rüber. Wieder mit 3. Habe ich noch genug? Das reicht noch.
Zack, mehr hier dran. Läuft das von da schon? Ah, die kommen schon an, alles klar. Von da aus. Darüber. Quer durch die Halle. Aber das sieht cool aus, unter der Decke auch die Dinger zu machen. Hab ich eigentlich noch nie gemacht. So. Aber es ist eigentlich eine gute Lösung. Wo fährt man denn die Decke denn dann da auch? Förderlift. Gehen wir hier oben dran. Zack. Und gehen jetzt hier runter, hier rein, in die Richtung. Perfekt. 4. Hier setzen wir uns dann hier hin. 1, 2. Eins, zwei. So. So, von da aus. Zack. Hier drauf. Hier rum. Da dran. Da rein. Zack. Fertig ist das Gedönse hier. War das richtig? Wir brauchen doch diese Kasten dafür, ne? Ja. Die modularen Rahmen. Kommt, kommt, meine Freunde. Kommt, kommt. Juhu. Juhu. Jetzt haben wir alle Sachen fertig. Jetzt können wir mal eben kurz gucken. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo wir die Sachen alle haben. Was läuft jetzt an Strom hier? Wir haben natürlich jetzt wieder einige Sachen am Laufen gekriegt, die auch weiterhin noch laufen. Oh ja, Strom sind wir aber noch gut. Aber wir haben noch hier, jetzt müssen wir kurz überlegen. Was habe ich denn hier hinten? Was ist das nochmal hier? Da kommen die... Ah ja, die intelligente Maschine. Was? Schon voll? What? Ja, wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, wie viel ich brauche für die intelligente Beschichtigung. Warum, wir sind ja schon voll. Ja, cool. Hätte ich es nicht mitgerechnet, dass er so schnell voll wird. Aber was ist so gut. Wir brauchen auf jeden Fall schon ein paar davon. 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme mal die 250 mit. Das wäre so geil. Ja. Warum kommt da noch nichts an hier? Ah, da kommen sie doch jetzt langsam. Ja, ja, jetzt kommen sie. Ich weiß gar nicht, wie viel davon brauche. Ich glaube, braucht man nicht von jedem 300. Gehen wir kurz hier hoch. Und auf dieser Etage auch mein Auto. Unser Auto. Da können wir unser Auto. Ja, ja, genau. Hier ist unser Auto auch. Hol ich mal mit dem Auto jetzt weiter. Ja, sieht gut aus. Ich muss auf jeden Fall noch Stahlbarren so produzieren für Lager, dass wir so den haben, wo wir Stahlbarren rausnehmen können. Weil das auf Dauer wird dann doch etwas anstrengend, da mal zu klauen und vor allem, wenn es dann richtig läuft, alles, dann haben wir ein Problem. Deswegen, ich muss jetzt so langsam sehen, dass wir noch weitere Kohlevorkommen finden, die uns dann irgendwie hierhin befördern lassen. Und damit wollen wir dann natürlich auch. Ja, hier habe ich auch noch diese. Genau, hier wollte. Das wäre zu viel gewesen. Nein, das ist schon gut so. Das lassen wir so stehen. Aber hier läuft ja alles. Das ist perfekt. Cool, cool. Klar, ich könnte jetzt natürlich mit einer Leitung hier oben ansetzen, aber wofür? Nein, nein, brauchen wir nicht. So. 500 brauchen wir davon. Okay, die können wir auf jeden Fall noch mal einpacken. Ah, da brauchen wir 100 von? Okay, und davon noch 500. Hätten wir das erst gebaut? Weil die haben wir, die 100 haben wir auf jeden Fall schon mal zusammen, oder nicht? Bin ich fest überzeugt von. Dann gehe ich mal kurz. Was soll ich denn hier? Ah, halt, stopp. Ich könnte mal kurz hier reingehen. Nein, da muss ich unten hinfahren. Ich muss mal Kriterium. Halt, stopp. Ich will jetzt eben gucken, was ich dafür brauche, alles. Was? Achso. Das war aber Kriterium. Gut. Was ist das hier? Strommast MK2. Ja, die Forschung beginnt. Was ist das hier? Ah, das müssen wir auch machen. Was brauchen wir hier? Ach, die Bleche, okay. Das ist doch hier, das ist doch ein intelligenter. Ah, den intelligenten, den kann man einstellen. Genau. Hier können wir genau einstellen, wo, was, wie durchlaufen soll. Richtig, richtig, richtig. Und da brauche ich mal die 10. Die Dings hier. Ja, ja, richtig. Was kommt denn dabei? Ich keine Ahnung, was wir hier alles noch rauskriegen. Ich hoffe, dass wir hier unseren Jetpack rauskriegen. Ja, so, ich hole jetzt mal eben schnell nochmal. Ich fahre runter, das ist besser. 250 hole ich mal eben kurz noch. Jetzt geht das wieder mit dem Fahrrad nicht los. Wieso fährt denn? Hä? Warum ist der hier vorwärts gefahren? Da wir die schon mal fertig haben, die intelligenten, die Beschichtigungen da, die intelligente Beschichtung, wie ist das nochmal?
gibt keine intelligenten Waffen. Man kann intelligent. Ach, wie hießen die Dinger denn nochmal? Auf jeden Fall können wir auch 100. Wir nehmen 100 von links auch noch mit. Dann sind wir auch nochmal fertig. Ja, cool. Also wir kurz vor. Kurz vor Dings. Schön, schön, schön. So, dann sind wir jetzt eigentlich jetzt wieder. Upsala. Wir fahren immer nach ganz unten hin, glaube ich. Da war ja unser Kupfer, oder? Da ist unser Dings auf jeden Fall. Das müssen wir auch mitnehmen. Hier hatten wir gerade am Arbeiten. Hier war es wieder Etage, war das doch, ne? Ja, genau. Bremsen und rumfahren. So. Weil hier hatten wir auch was gebaut für unser Dings, für unser Weltraumlift. Ja, genau, hier ist das doch am Arbeiten. Genau, da hinten. Da können wir hinfahren kurz. Da laufen die da einfach schon. Wo war das Tier? War das? Genau. Was muss hier stehen? Ja, wunderbar! Der ist auch voll damit? Ja, klasse! Ich denke auch mal, dass wir das irgendwo weiterarbeiten müssen, dass es nicht nur zum Dings ist. Und die packen wir mal kurz hier rein, die 200. Ja, die 100, die wir da brauchen. So. Dann holen wir noch in die. Eine Etage höher. Ach ne, halt! Ich wollte noch Kupfer mitbringen. Ich nehme mal sicherheitshalber 500 Dings mit. Ich habe gar kein Dings vorgemacht hier, ich doof Mann. Ah, das war, warte mal, das müssen wir machen. Mal kurz an Seite. Jetzt geht das ja nicht. Hallo? So. So, unsere Container vorsetzen. Wir können die zusammenführen. Und dann machen wir zwei Container hier hin. Warte mal, wir kommen da raus. 60, ja, da können wir pro Ding einen Container vorsetzen. Nee, das war bei Organisation. Ein Container hier hin. Einmal. Zweimal. Das Vollpferd hier. So. Dass auf jeden Fall am Produzieren bleibt. So. Achso, da ging ja der Frau doch wieder los. Zunächst wird es sein, dass wir unseren Dings produzieren. Ja, wir brauchen Kohle, Stahlrohre für Kanonen. Oder wir müssen was von der Kohle abzwacken. Irgendwo. Das rechne ich mir nochmal aus. Aber das sieht so geil aus hier. An dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Wir machen das hier schön rechts und links schön zu. Auch hier, das wird ein bisschen zugemacht hier. Das ist ja stimmt, das ist ja nicht schlimm, wenn außen so ein Laufband ist. Das ist ja egal, außerhalb der Straße. Ja, aber ich finde das einfach schon, das Bild hier einfach schon mega geil, so wie es hier ist. Fällt mir richtig gut. Hier ist auch wenig los auf dieser Plattform, aber das wird sich jetzt auch, denke mal, im Laufe jetzt, wenn wir dann unseren Weltraumlift wieder hochstehen können, wird sich das ändern, dass das da auch voll wird. Aber wenn man die anderen beiden Etagen mal anguckt, da ist schon ordentlich was passiert. Definitiv. Ja. Wir haben immer noch kein richtiges Lager für die ganzen Klamotten. Das ist noch, da kommt noch dazu. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll mit dem Lager. Das weiß ich beim besten Bild noch nicht. So. Ah, jetzt habe ich die Dings vergessen. Nee, Dussel. Ach, dachte einer hier. Ich habe doch die Dings vergessen. Ja, so kriege ich auch einen Film voll. Das war aber jetzt so nicht absichtlich gemacht. Also hier muss ich auch noch umgebaut, das wird auch mal komplett umgebaut hier, weil ich da die Platten noch verlängern werde. Die Ebene hier wird noch verlängern, auf jeden Fall. Auch bis hinten hindurch. Und deswegen. So, noch eine Etage tiefer. Ich denke mal, dass wir dann auch langsam mit der nächsten Stufe auch dann die Computer wieder machen können. Computer und was das alles ist. Boah, hier um die Kurve rum, zack. Mann, ja. So, nochmal 250, dann haben wir schon mal zwei Teile fertig. Ey. Cool. So. 250. 1, 2, 3, 4, 5. Danke und tschüss. Hätte ich aber noch nicht gedacht, dass das jetzt schon doch schon voll ist, weil wenn man nur 2 pro Minute macht,
wie macht der Punkt? Doch, das muss noch 120. Ja, doch, könnte, da geht ruckzuck. Ich wäre jetzt schon ein bisschen am Aufnehmen gewesen und dann immer durch, wenn man hier am Bauen oder am Machen oder am Tun ist. Ne? Ich mache das ja nicht so, dass ich die Aufnahme beende, dann direkt der neue Aufnahme starte, sondern manchmal schon, aber manchmal mache ich auch zwischendurch noch was anderes. Also entweder was mit der Karte oder mit dem Spiel zu tun hat und halt eben doch was anderes, aber lass das Spiel einfach im Hintergrund weiterlaufen. Um halt eben dann auch Sachen in den Videos schon fertig zu zeigen oder halt eben um dann Sachen fertig zu stellen. Dass die Sachen dann halt wieder da sind. Ne? So wie zum Anfang mit dem Zement, dass ich erstmal Zement da habe, dass ich mir eine Plattform bauen konnte und. Ne? Das muss ja auch alles gemacht werden. So, zack, bremsen, sehr schön. Jetzt müssen auch die 5 Minuten rum sein für das eine Teil. So, packen wir die mal im Rucksack rein, dann ist das nämlich auch weg. Sehr schön, 500 haben wir. Euch beiden brauche ich, danke. Du kommst auch da rein. Zack, zack, dankeschön. Dann muss ich hier 50 von haben, dann nehmen wir 100. So. Weil bei der Forschung, ich denke mal die 5 Minuten sind rum. Jawohl, perfekt. Kriterium. So, was fehlt denn hier jetzt? Das können wir jetzt machen. Das dauert nur 3 Sekunden, das ist schon mal gut. Sehr schön. Platin. Aha. Aber, hä? Dafür brauche ich Öl. Ich habe doch was gefunden hier. Da waren noch 12 Stück, waren das doch, glaube ich, ne? Genau, die können wir... Ach, das ist ein Platin? Oder war das, was war das? Platin, noch keine KI-Begrenzer. Ja, aber wie baue ich denn die KI-Begrenzer? Da sind sie schon. Oh, ich kann 10 Stück bauen. Ja, geil. Ach so, perfekt. Nee, ne? Oh, nein. Guckt euch das mal an, was wir da brauchen. Wir brauchen das Kupferzeug und dieses Turbodraht. Aber das haben wir ja schon alles fertig gebaut. Die brauchen wir nur verbinden. Aber das Problem ist, hier oben ist Kupferding und ganz das ganz unten. Oh nein. Dann lassen wir die für laufen. Warum dafür? Hallo? Achso, der hat es angezeigt. 100. Was? 100 davon? 100, das sind Highspeed-Anschlüsse. Aber das ist so Plastik. Ich muss mal Öl. Ich komme mal an Öl noch gar nicht dran. Also muss ich da wahrscheinlich erstmal das fertig haben, dass ich das bauen kann. Gehe ich von aus. Weil hier dann mache ich mich hier Stufe 5 und 6 fertig. Und mit 5 und 6 müsste ich Öl kriegen können. Hoffe ich einfach mal. Können wir noch nicht gucken. Oh, das ist auch, können wir das ja wieder einpacken, genau. Achso, halt! Hier habe ich ja noch diese Kühlkörper. Die packen wir mal da rein. Die brauche ich mir auch nicht mitnehmen hier. So, was brauche ich denn sonst noch nicht? Ich sortiere mal ganz kurz hier. Was brauche ich nicht aktuell immer mitnehmen? So viel vor allen Dingen nicht. Hier, diese Sachen können wir auch einmal hier reinpacken. Die brauche ich erstmal nicht aktuell. Nicht. So, weg. Das kann weg. Warten wir mal. Die haben wir doch eh hier vorne am Sammeln. Die Sachen hier, genau. Zack und zack. Sortieren wir mal auch hier drin ganz kurz. Was ist hier noch stehen? Sam-Erz, da ist noch Rohquarz. Ja, Rohquarz, aber da können wir auch nicht weiter damit machen, ne? Doch, warte mal, wir können doch die Dings schon bauen. Wie baue ich die denn? Da, Quarz-Detektoren. Ne, kann ich noch nicht bauen, weil mir dazu die Manufaktur fehlt. Ne, die Dings fehlt. Der Fabrikator. Wieso kann ich den Fabrikator noch nicht setzen? Ich hoffe, dass ich das jetzt mit 6 und 7, 5 und 6 kriege. Fabrikator. Weil hier kann ich sie herstellen. Hier im Automaten hier. Die Quarz-Zinosatoren, da fehlen mir nur 36 Quarzkristalle. Ja, die hätte ich ja da unten drin. Oh, warte mal eben. Oh, warte mal eben kurz. Oh, warte mal ganz kurz. Was? Fahrzeuge. Den Explorer. 5 Motoren und 5 von den Dingern. Ah, 5 von diesen Dingern auch noch hier. Von diesen hier. Was ist das? Damit bin ich relativ schnell unterwegs. Bei dem kann ich mal mitnehmen, damit wir mal durch die Gegend fahren. Einfach mal gucken, dann brauchen wir mal laufen. Ja. Eventuell brauche ich den gleich. Dann braucht der noch 2 Minuten 50. Dann mache ich das mit dem Fix fertig. Da brauche ich Kabel 28. Wenn ich 5 Stück brauche, brauche ich 140. Nehmen wir mal 2 Pakete mit. So. Wir brauchen Quarz, habe ich hier unten drinne.
Haben wir hier? Nehmen wir 3 Pakete. Dann können wir die schon mal bauen. 5 Stück. Linse da. Auch noch 5 Stück. 1. 2. Achso, halt. Ja, es ist ja einfacher. So. 6. So, passt. Fertig. Kann ich den Rest ja erstmal reinpacken. Den brauche ich jetzt mal nicht aktuell. Die 100, die 192. So, sortieren wir ganz kurz. Jetzt haben wir davon 6 Stück schon mal. Was brauche ich denn für die schweren modularen Rahmen? Hab ich. 100 Schrauben. Davon brauche ich 5 Stück. 50, 75 reicht. 5 mal 5, ja, reicht auch. Brauche ich nur die Schrauben. 500 Schrauben. Die haben wir auf jeden Fall hier vorne. Zap und zap und hopp und hepp und huppi happ, hupp. Der macht die Stangen, da macht er die Schrauben. Ja, aber wir können auch hier reingehen, das Ding ist voll. Glaube ich zumindest. Ja, genau. 500, zack. Damit kriegen wir dann unsere 5. Ich brauche doch dafür 5, ne? War richtig? Keine Ahnung. Sehen wir gleich. Man braucht ja 10. Dann holen wir, dann müssen wir die Sachen eben noch holen. Ist ja kein Ding, ist ja nicht weit weg von hier. So. Dann machen wir uns den nochmal fertig. Da, 5 Stück. 1. 2. 3. 4. Ja, ich kann gut zählen. 5. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den bauen können. Ah, Motoren fehlen uns noch. Motoren. Kann ich hier oben schnell fix fertig bauen? Motoren? Nur 5 Stück? Ja, kann ich. 1. 1. 2. 3. 5. Na komm. 5. Hallo? So. Und die muss ich da bauen. Wie viel brauche ich denn davon? Warte mal. 5, 5, 6 habe ich und jetzt noch 9 Stück noch. 9 von den Dingern hier. Von den Dingertoren. 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack. Und damit ist der Explorer fertig. Sauber. Auch ein Fach. Der ist richtig schnell. Ich bin mal gespannt, wie der hier. Achso, ich sollte mal ein bisschen Sprit reinpacken, sonst geht's ja auch nicht. Weil der fährt auf jeden Fall schneller wie unsere andere Karre. Wow, wow, wow. Oh, den haben sie aber auch gut gefixt. Der lässt sich anders. Boah, was ist denn für eine Karre hier? Alter, Mann, was ist das für eine Karre hier geworden? Eieieiei. Aber. Ich bin mal gespannt, wie er hier dem Ding hier hochkommt hier. Ah, guck mal an hier. Mit 51 hier. Perfekt. Ja, wir nehmen beides mit der Karre noch rum. Ist einfacher. Wie fliegen wir denn mal hier? Alter Verwalter. Gut, 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 gut. Ja, perfekt. Das wird unsere neue Karre jetzt, mit der wir spazieren fahren nachher. So. Sehr schön. Ja, fährt sie gut, auf jeden Fall. Besser wie die Karre jetzt hier, auf jeden Fall. Da, die ist ja so ein Transportding. Müssen wir mal gucken, ob wir das mal irgendwo zum Transportieren nehmen können, vielleicht. Eigentlich wäre das so eine Möglichkeit, hier das Ding hier als hoch. Aber mal gucken, schauen wir mal. Vielleicht fällt mir da was zu ein. Gut. Dann machen wir den mal kurz leer hier, soweit. Wir nehmen das mit, wir nehmen das mit, wir nehmen das mit, das können wir drin lassen. Nehmen wir das mal alles mit, was wir brauchen hier. Das kann drin bleiben, die nehmen wir noch mit. Und das hier mit und das hier mit. Ja. Gut. Das packen wir uns mal da rein.
So, das. Dann nehmen wir 100 rein noch. Das. Sortieren wir ganz kurz. Dann kann das. Machen wir 50. So. Habe ich sonst irgendwo ein großes Paket? Das können wir jetzt auch noch reinpacken zur Not. Wir packen das da rein. Sortieren wir nochmal ganz kurz. Und jetzt kommen wir der Sache schon mal näher. Genau. Sieht gut aus. Ja. Jetzt gucken wir mal kurz hier noch nach und dann könnte ich eigentlich ja das Video beenden. Und zwar haben wir Analyse fertig. Bin mal gespannt. Kriterium, was kommt danach? Was ist das für einer? Programmierbarer Splitter. Ja, aber irgendwas fehlt mir doch jetzt hier. Was brauche ich da? Ich brauche Öl haben. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Definitiv nicht. Das ist alles fertig. Alien-Organe sind alles fertig. Ich habe Festplatte. Auch keine Festplatte, gut. Das haben wir geguckt, das ist fertig. Ah, hier. Was fehlt mir hier noch? 18 Gewebe, okay. Nährstoffe haben wir fertig. Elektroschnecken, fehlt nur die noch. Quarz, das haben wir gerade geguckt. Was wollte denn hierfür? 100 Stück von denen, 50 von denen, 15 von denen. Okay, dann müssen wir die einfach bauen. Aber kann ich noch nicht bauen, weil. Ne? Das Gewehr kann ich auch noch nicht bauen. Weil mir einfach die Sachen dazu fehlen. Öl fehlt mir. Ich kann noch nicht bauen. Ich kann nicht bauen. Ich muss jetzt warten, bis das hier fertig ist. Ich kann höchstens gucken, ob wir Kohle finden in unseren Geschichten. Das werden wir dann schauen. Gut, ich sage mal schönen Dank fürs Zuschauen. Heute machen wir pünktlich Feierabend. Passt pünktlich. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder, wenn es dann wieder heißt Satisfactory hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr geguckt habt. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer gerne ein Däumchen da und Kommentare. Kommentare. Bitte. Danke. Bis dahin. Tschüss. Halt. Tschüss.